Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Seele verrät dich immer. Meine Seele verrät mich. Das ist natürlich nicht so gut mit meiner Seele. Da drüben ist das Toilettentieftauchen. Schieße auf das Schloss. Es gibt keine bessere Zeit als das heute. Was denn das für ein Sponti-Spruch? Hast du auf Toilettenwand gelesen oder was? Wo komme ich denn hier hin? Und was war das für ein Geräusch? Okay, lass mich raten. Nee. Ich dachte, ich kann jetzt rüber flitschen, aber offenbar nicht. Da können wir da runter flitschen. Ich dachte, der Typ kommt jetzt hier wieder vorbei, weißt du, der mit der Karre. Ich schau mal. Hier oben, hier war noch ein roter Punkt irgendwo. So, das Ding könnte ich jetzt theoretisch abgeben. Wir haben noch so eine Quest, wo wir die Dinge abgeben müssen. Oh, wir haben gar keine Handgranaten mehr. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das taugt. So. Okay, wir brauchen die Punkte offenbar nicht mehr. Ich habe gehofft, dass der Typ hier nochmal vom... Was ist das denn? Ja! Okay, der fährt hier also immer seine Runden. Wenn wir hier also warten, kriegen wir den vielleicht noch. Boah, das Gras, wie alles weggebrannt ist. Oh, nicht schön, nicht schön. Wett? Was machen die hier alle? War ein Dachs. Keine Sorge. Wollen wir die Straße hier ein bisschen vollstellen mit Karren? Wir hätten den Tanklaster in den Weg stellen sollen. Sich für unverwundbar, bis er dich getroffen hat. Jo, passt schon. Aber das werde ich nicht zulassen. Wachsam bleiben. Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Ja, geht so. Der kommt bestimmt gleich nochmal vorbei, aber... Der ist bestimmt geheilt inzwischen, oder? Eigentlich war es eine gute Idee, den da wegzusnacken. Oh, ist da unten ein Boot? Ah, sehr gut, das werden wir gleich brauchen. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Ja. Ich hasse dieses Lied. Steig halt aus! Wir müssen die Peggys im Auge behalten. Steig aus, Junge! Wenn sie mir zu nahe kommen, sind sie so gut wie tot. So. Stell es ab, wenn du fertig bist. Ich finde es schon. Die Fass auf! Alter! Was ist mit diesem Land? Haut des Leitwolfs, nice. Oh, guck mal, wer da hinten kommt. Ist er das oder ist das irgendein Tier? Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Ist es denn? Was? Wer hat denn jetzt auf mich geschossen? Das war so gut mit der Straßensperre. War bestimmt er.
Scheiße. Gut, das hat nicht geklappt. Ich dachte, wir können eine schöne Straßensperre machen. Wir haben den schon ein paar Mal einen Kopf erwischt, aber Alter, wie viel frisst dieser Typ? Wie viel kann der ertragen? Ich glaube... Oh gut, ich bin auf der anderen Seite vom See. Wer hat mich denn jetzt erwischt? Aua, wer hat mich denn erwischt, Mann? Ich sehe nicht mal jemanden. Wer war das denn? Okay, da sind, er wird einen Fehler machen. Da sind zwei und da muss auch irgendwo einer sein, aber der... Geht. Okay, irgendwo da muss einer sein. Ist nicht er, der ist lieb, ne? Oder? Ernsthaft, wer kommt denn jetzt da? Okay. Den hätte ich nicht sehen können, ganz ehrlich. Was braucht man da für einen Augenkneist? Die Sekte hat am Wasser herumgedoktert. Ich habe mich selbst eingeschlossen, um sie aufzuhalten. Diese Tür kriegen sie von außen niemals auf. So, der ist weg. Okay. Verschlossen, von innen abgeschlossen. Wie kriegen wir das Schloss jetzt auf? Müssen wir von da hinten durchs Fenster müssen wir schießen wahrscheinlich, ne? Der Typ ist ja jetzt eh weg. Flups. So, warte. Was passiert denn? Geht da irgendwer hin? Nee, ne? Okay. Hallo? Deine Seele wird mit den anderen geerntet. Ach, der lebt ja noch. So, Hauptsache, der Sniper ist direkt außer Gefecht. So, vielen Dank für die Blumen, für die Kugeln. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, ich glaube, das war's. Ganz schön viel los hier. Hol dir den Inhalt des Verstecks. So. Distanzschlossknacker. Damit haben wir auch das Versteck hier eingenommen. Kriegen auch wieder super Vorteilshefte und ein bisschen Kohle. Ding, 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 ding. Und was... Also ganz ehrlich, ich bin vielleicht nicht der beste Spieler, aber ich bin immer noch besser als die. Was ist das denn? Ach, Oregano. Na klar ist das Oregano. Na klar ist das Oregano. Hier noch mehr Oregano. Ist alles Oregano. Das kann ich nicht nehmen, weil alles voll. Okay, na gut.
Entschuldigung. Ich wollte es mal probieren. So, zack, zack. Was haben wir denn? Ach so. Wo ist der Raketenwerfer, den der eine Typ hatte? Der ist natürlich nicht mehr da, oder was? So ein lumpiges Holzbein hat er liegen lassen. Großartig. Na gut, was machen wir als nächstes? Das Versteck haben wir jetzt auch geholt. Den Tod, ich würde den halt echt gerne noch machen. Diesen Todeswunsch, den würde ich wirklich, wirklich gerne noch machen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir den hinkriegen sollen. Zum Glück bin ich versichert. Das ist richtig. Das wird auch bald nötig sein. So. Nee, der fährt andersrum. Ich sollte so rumfahren. Der bleibt immer hier auf der Hauptstraße und fährt andersrum. Das wird mächtig schief gehen. Schlier, Schlier, Schlier. Alter, Junge! Lad schon nicht auf die Straße, ohne zu gucken! Moment. Alter! Heilige Scheiße. Wie soll man das Fahrzeug noch heile lassen? Thank you.
Ja! Oh, na endlich. Todeswunsch. Oh, na endlich. Bringe den Todeswunsch zu US Auto. Alter, na endlich. Oh. Okay, Todeswunsch. Hierher, einmal kurz hinter uns. Der Wagen jetzt auch nicht mehr lange gemacht, wie es aussieht. Der ist schon heftig am Qualm, der wird irgendwann explodiert. Und ich fahre jetzt nicht gegen den Bär. Ich habe Angst, dass der Wagen hier gleich kaputt fällt. Kaputt fällt. Ich fahre jetzt auch extra vorsichtig. Ich will auch keinen Stress mit denen auch. Alter, willst du mich verarschen? Wie fahren die Leute denn hier? Jetzt und der Quest ist vorbei. Ich hätte mich so in den Arsch gebissen. Oh, Alter, ich würde mich so aufregen. Ich würde eskalieren. Aber ey, hier sieht auch nicht besser aus gerade. Ich sehe dich. Es ist gut, mein fahrbaren Untersatz. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, wie? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Steige wieder zu mehr in den Todeswurf. Was? Weil ich stehe da mal Warnung. Was soll denn das? Schießen? Auf wen? Sekte. Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ehe ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Edens Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter. Also Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder sowas. Mhm. Tja, und wer hatte recht, Ball? Mhm. Merle Briggs, verdammt! Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sitze mit ihrem Todeswunsch und hab ne Knarre in der Hand, um's den Peggys heimzuzahlen. Mach dich bereit! Tja, mach dich bereit, deine Karre ist fast im Arsch. Du hättest sie vorher reparieren sollen, du Idiot! Was ist mit den Leuten in diesem Spiel? Deswegen heißt das Ding auch Todeswunsch. Ich verstehe das langsam. Wer hat mich da gerade gesehen? Boah, ich sehe hier auch gar nichts mehr. Ist alles nur verqualmt. Okay, pass auf. Ich guck mal ganz kurz, wo die Werkstatt ist. Ich lasse mir das mal eben markieren. Da ist die Werkstatt. Dann weiß ich auch, wo ich langfahren muss. Deep North, la 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 la. Auf der Seite hier sind wir ja auch fertig gerade, ne? Also eigentlich müssten wir hier theoretisch nichts mehr machen. Überraschung, ihr Scheißer! Jetzt gibt's mir Zins und Zins ist Zins auf den Arsch! Alles vorbereitet! Ja, jetzt seid ihr alle am Arsch! Nein, ich bin am Arsch. Wir müssen die ganzen Blistern zerstören! Ich hab keine Muni mehr, ne? Junge, schieß weiter! Oder ist er tot? Nee, hä? Was macht der?
zielen, ja? Ich hab keine Muni mehr, du Spacko! Großartig. Oh, ich hab Angst. Wow, ich bin gerade richtig bräsig. Alter. Eliminiere alle verbleibenden Gegner. Tolle Idee, aber wie? Die Musik wird immer schöner. Dann machen wir das so. Da ist noch einer. Konnte ich nicht treffen. Ja, das war's. Oh. Du bist ein Naturtalent. Der Todeswunsch gehört dir. Ja. Wildes Tier wie du kann der Sekte damit viel mehr schaden als ich. Du bist Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Mach ich. Und jetzt? Ja, Mission beendet. Endlich. Todeswunsch ist durch. Ja, Gott sei Dank. So, Fahrzeug verlassen, Region befreit und Todeswunsch habe ich jetzt in Läden freigeschaltet. Könnte ich theoretisch da jetzt anordnen. So, ich hole mal ganz kurz eben. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen Muni. So, ja, ein bisschen was ist immer dabei. Und er rennt jetzt auch mal zu Fuß noch. Weißt du was, ich bin zu neugierig. Ich bin einfach zu neugierig. Dann ziehen wir mal die Heldenhose an. Ich habe eine Unterhose an, das ist sowas Ähnliches. Und jetzt? Schönen Tag. Die Seeds sind verdammt gut darin, Leute zu manipulieren. Mhm. Hey, was die mit mir abgezogen haben. Mhm. Sie wussten, dass ich sie auf dem Kieker hatte und dass ich mich vorbereite. Mhm. Bevor das hier losging, hatten sie die ganze Stadt hinter sich. Sie kamen mit gefälschten Dokumenten und sagten, sie hätten mein Land rechtmäßig erworben. Du willst wirklich sterben, oder? Okay, der rennt also einfach nur hier kurz in den Wald und dann bleibt er stehen. Okay, alles klar. Gut, ich hole mal ganz kurz einen neuen Todeswunsch, der vielleicht ein bisschen heile ist, der nicht gleich explodiert. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass wir das überhaupt geschafft haben. Das ist mir ein Rätsel, dass der Todeswunsch da nicht gerade eben den Geist aufgegeben hat. Hä? Wo kam ich denn jetzt? Tatsächlich! Nachwuchs! Okay, der ist ein Lieber. Burnt denn da? Ich liebe dieses Lied, so beschwingt. Ja. Klingt in deinem Kopf auch viel besser jetzt. So, okay, pass auf. Ich hole mal ein bisschen Zeug da raus. Und ich will gleich mal was ausprobieren. Ist so hyperaktiv. Mach mich dich.
Mann, der ist hyperaktiv. Hä, wie? Ich treffe den. Ach, der steht genau unter der Laderampe. Großartig. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Okay, weißt du was? Happy Thanksgiving. Oh, egal, das ist mir wert. Der hat uns trotzdem angegriffen. Was? Was? Willst du mich verarschen? Ein fucking Truthahn? Ein fucking brennender Truthahn greift mich an? Ein fucking brennender Truthahn! Was ist denn mit diesem Spiel? Das ist doch zwei Truthähne. Was? Ich will manchmal noch weinen. Ich dachte jetzt, ich kann nicht geilen Spruch raushauen. Happy Thanksgiving und bla und pipapo. Nichts am Arsch, die Waldfee. Oh, wie deprimierend. Nee, die Truthähnchen. Was? So, aber die Karre ist wieder gefixt. Aber ich kann... Ja, jetzt ist aber das Ding weg und ich kann jetzt leider keine Sachen rausholen. Schade. Ja gut, das hat nicht so gut funktioniert. Was ist denn hier los? Das ist wieder so ein komisches X, aber das heißt nichts in dem Fall, oder? Molotow-Cocktails. Ach, das ist hier wieder. Ah, hier waren wir schon mal. Okay. Gut, hier haben wir ja schon diese Dingens gemacht. Diese Stunt-Quest. Okay, Werkstatt, ich mach mal den Deathwish. Ist, nee, welcher ist denn das? Wo ist denn? Da ist er nicht dabei. So, wobei, ach, der steht doch auch da. Ich brauch den gar nicht holen. Gott, bin ich doof. So. Jetzt ist nur die Frage. Okay, das ist Schießen. Achso, ich kann da hinten aufs Dach, alles klar. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wir haben das Ding, haben wir jetzt gemacht. Klatschen, Nixen lasse ich mal aus. Skylar Course. Hier oben ist aber schon ein anderes Gebiet, ne? Ja, da ist schon ein anderes, Jacobs Region. Ich würde dann hier nach rechts rüber switchen, aber hier haben wir noch ein anderes Ding. Und hier ist noch was? Der Judge Elch. Ein fehlgeschlagenes Experiment der Sekte würde ich auch noch gerne holen. Und natürlich das Prepper-Versteck. Hier haben wir auch noch ein Prepper-Versteck. Ich weiß, ob das näher ist. Ich fahre erstmal dahin. Wir hätten hier noch was noch. Hier hätten wir noch eine Abkürzung, aber die ist nicht so weit davon entfernt. Was haben wir hier noch? Sonderzustellung. Sie nach Kim. Kim steht kurz vor der Geburt. Drück aufs Gas und bring sie zu einem Profi. Okay. Ja gut, dann das können wir auch noch machen. Schön, dass er ein Flugzeug abgestürzt ist. Oh, da bin ich eh nicht lang. Wie alles brennt. Oder gebrannt hat. So, Tag, Freunde. Alles klar. Woo! Entschuldigung. War Durchgangsverkehr. Und ja, ich fahre gerne links. Warum auch nicht? Da kommt der Engländer mir durch. Das heißt nur, dass ich ein Gentleman bin. Hast du wieder was gelernt für die Fahrschule? Gut, 800 Meter, die kriegen wir. Die sitzen wir auf einer Arschbacke ab, ganz ehrlich. Das geht so schnell, das merkt ihr gar nicht. Wieso
Wieso halte ich mich eigentlich auf der Straße? Ja, auf die Straße würde ich fahren. Auf die Straße würde ich laufen, wenn ein Auto kommt. Das ist der Ort, wo man am sichersten ist. Immer im Auge des Sturms. Deswegen, Kinder, spielt auf der Autobahn. Es gibt keinen sichereren Ort auf der Welt. Nee, das ist einfach nur eine Aufgabe.